Also eines Abends hat Mr. Jürgen angerufen, hat gefragt, würdest du unsere Jubiläumsprinzessin sein? Das war fast schon ein Schock für mich, aber ich habe mich riesig gefreut und habe natürlich einfach nur ja gesagt, weil es war schon immer mein Traum, bei uns in meinem Verein Prinzessin zu machen, und dann noch im Jubiläum ist halt nochmal was ganz Besonderes, weil oft sag ich, es hieß die ganze Zeit, es wird ein Prinzenpaar, und dann haben sie doch mich gefragt, obwohl ich keinen Prinz hatte. Also die meisten Auftritte sind ja am Wochenende, also geht das. Aber auch unter der Woche waren mal ein paar Auftritte, und ich habe, also fast schon peinliches zu sagen, weil es nie so beliebt, ich arbeite beim Finanzamt. Und wir haben Gleitzeit, dann kann ich dann mal einfach einen Tag früher gehen, wenn ich früher nach Hause muss, arbeite einen anderen Tag ein bisschen länger, und deshalb geht das sehr gut. Also das kann man sich eigentlich selbst aussuchen. Es ist auch nicht so, dass man drei Kleider braucht. Man könnte auch nur ein Kleid haben, aber da man so viele Auftritte hat, verschnuddelt man sich mal, oder man will halt nicht jeden Tag dann das Gleiche anhaben, ein bisschen Abwechslung. Also zwei würden eigentlich auch reichen. Ich habe halt drei genommen, ein bisschen mehr Auswahl ist auch nicht schlecht. Und die Farben habe ich mir auch selbst ausgesucht. Grün für die Bruchkatzen, blau ein bisschen für die Olympia, beziehungsweise finde die Farbe sehr schön. Und das dritte Kleid ist leider oft nicht so rübergekommen, aber war so bonbonrosa. Ich mag ja rosa, richtiges Mädchen, rosa Glitzer, Prinzessin. Und ja, ich denke, da machen sich die meisten Mädchen vorher schon Gedanken, und ist dann die erste Aufgabe für eine Prinzessin und eigentlich auch die mit einer der wichtigsten, weil man muss die Kleider ja die ganze Zeit anhaben. Zwei Kleider habe ich mir maßschneidern lassen und das eine habe ich dann gekauft. Ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig entscheiden, was das Schönste war. Auf jeden Fall die Eröffnung, weil es der allererste Auftritt war, und der Zuspruch, den ich von den Mitgliedern vom Verein bekommen habe, und dann natürlich unsere eigenen Veranstaltungen. Aber ich glaube, mit am besten hat mir der Kinderfasching gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, das auch so zu moderieren und mit den Kindern zu tanzen, und ja. Was nehme ich mit? Es war eine wunderschöne Zeit, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ich fand es schön, dass die Mädels von der Garde so hinter mir gestanden haben. Die kleinen Puchkätzchen haben sich für mich gefreut. Es hat sich eigentlich jeder für mich gefreut. Ich habe mich gefreut, und es war was ganz Besonderes. Wir hatten ein ganz tolles Jubiläum, und ja, das wird es nie wieder so geben. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Kampagne. Also meine Eltern waren halt von Anfang an dabei. Ich meine, die sind immer dabei, sind für mich die besten Eltern, die es gibt. Sind so, wenn sie konnten, überall mit hingefahren. Meine Mama hat mir immer geholfen, mich anziehen, geguckt, dass ich gut aussehe oder am besten möglichst aussehe, und geben einem einfach immer Kraft. Auch wenn ich mal nicht so gut gelaunt war daheim, haben sie das ohne zu murren mitgetragen. Also ich habe sie ganz, ganz doll lieb und sind die allerbesten Eltern. Vor über einem Jahr kam die Frage aller Fragen: Möchtest du Prinzessin werden? Und das auch noch im Jubiläumsjahr. War was ganz, ganz Besonderes für mich. So, und an Aschermittwoch bedankt man sich hier normalerweise. Wie gesagt, ich müsste mich beim ganzen Verein bedanken, weil jeder immer für mich da ist. Senatsgarde, Grün-Weiße, egal welche Gruppe oder einzelne Person. Aber vor allem möchte ich mich bei meiner Trainerin, die Julia, bedanken. Die hat immer dich gehalten, hat mir geholfen. Und halt bei den Mädels, dass sie auch akzeptiert haben und mitgefahren sind.
Bei Markus, ein Fahrer, der eingesprungen ist ganz spontan, als sein Auto kaputt war oder so mich überall hingefahren hat. Die Silke, die Verpflegungsmanagerin. Danke ihr, dass ich Jubiläumsprinzessin auch ohne Prinz sein durfte. Danke für den schönen Namen, auch wenn er lang ist und auch wenn er einen schlechten Ruf hat, er hat ihn jedes Mal fehlerfrei gesagt. Ich danke dir einfach für die tolle Zeit und hoffe, dass ganz viele von euch es auch erleben dürfen, weil es einfach unvergesslich ist. Danke.